Eskalation. So, hier sind wir auf dem Boot International Circuit in Indien. Ja, und wer das Qualifying gesehen hat, wird es schon wissen. Wir fahren das Rennen auf Amateur, obwohl wir sonst immer auf Profi fahren. Warum? Für die, die es noch nicht wissen. Ich habe vergessen, den Schwierigkeitsgrad wieder umzustellen, nachdem ich einmal privat mit einem Kumpel gefahren bin, der das noch nie vorher gespielt hat. Da habe ich auf Amateur geschalten und dann habe ich es nicht wieder umgeschalten. Und das übernehmen sie in die Karriere eben mit. Und jetzt fahren wir einfach mal auf Amateur. Und unser Ziel ist heute, einen zu überrunden. Einfach so aus Spaß. Und ja, so ist vielleicht auch mal eine Auflockerung, obwohl, gut, Spannung. So ist eben ganz lockeres Rennen. Da schauen wir einfach mal ein bisschen, wie wir fahren können. Das Auto ist fertig. Los. Und wir versuchen auch mal ohne Rückblende durchzukommen. Das ist auch mal ein Ziel. Okay, wir versuchen ohne Rückblende durchzukommen und einen zu überrunden. Alles klar. Da werden wir mal schauen. Da können wir vielleicht auch mal eine Strafe einstecken. Haben wir ja auch schon mal gemacht. So ist es ja nicht. So. Für die es auch noch nicht mitbekommen haben, ab nächster Saison fahren wir für Red Bull. Oh yeah, baby. Oh yeah. Denn Red Bull hat uns in der letzten Folge ein Angebot gemacht und das haben wir bereitwillig angenommen. Ja, ja. So. Und go. So, wer ist rechts von uns? Keiner natürlich. Wir sind gut, wir sind gut. Oh, oh, jetzt kommen sie rechts von uns. So, also, wie gesagt. Ah, scheiße, gibt es hier eine Regenwahrscheinlichkeit? Ich glaube, es könnte sogar sein, dass es regnet. Ist auch egal. So, dann versuchen wir eben mal richtig gute Zeiten hier zu fahren und dann vielleicht ein bisschen was zu reißen. So, man sieht schon, wir kommen ein bisschen weg. Ein klein wenig. Ne? Wenn ihr auf der Minimap mal schaut. Mhm. Gut. Aber, ja. So, oh, ist diese Spannung hoch hier. Meine Güte. Naja, gut. Was könnte man denn reden? Indien, Bollywood haben wir schon letztes Jahr drüber geredet. Hm. Das heißt, nochmal drüber reden hat nicht so sehr den Sinn. Weil, ich habe schon alles gesagt damals. Was gibt es jetzt noch in Indien? Ja. Viele Leute. Tee. Kann das sein, dass es Teeland ist? So Indien und so. Keine Ahnung. Ist auch. Keine Ahnung. Von Indien hört man ja nicht so viel jetzt, oder? Hört man was von Indien? Nein! Okay. Aber ohne Rückblende versuchen wir es. Kein Problem. Weiß nicht, ob er den Witz schon kennt. Der kam auch schon mal bei Beats mit. Ja. Okay, ich will wiederholen trotzdem mal. Wo ist das Klo in Indien? Am Ende des Ganges. Ah! Okay. Okay, trockenes Rennen, das ist sehr gut. Ah, super Witz, ey. Mehr fällt mir auch zu Indien leider nicht ein. Ich kann dir ein bisschen vom Urlaub erzählen. Ist vielleicht interessanter, als dass ich jetzt hier die ganze Zeit nur übers Rennen quatsche. Weil so viel passiert ja jetzt hier nicht, wenn wir auf Amateur fahren. Ja. Ich war in Italien, wer hätte es gedacht. Und ich habe auch schon mal angeschnitten. Ich weiß gar nicht, wann ich das Video hochladen werde. Mit dem Torbi Portal 2. Vielleicht ist es schon hochgeladen, vielleicht auch nicht. Da habe ich auch ein kleines bisschen drüber gequatscht. Auf jeden Fall war ich eine Woche in der Toskana. In so einer Ferienwohnung in den Bergen, mehr oder weniger, also nicht Hochgebirge, sondern sagen wir mal so 1000 Meter, 2000 Meter oder sowas. Keine Ahnung, wie hoch das war. Ne, eher 1000 Meter. Ganz so hoch war es dann doch nicht. Du bist abgeschieden von allen. Ja, da hat man einen Pool. Und waren da auch den ganzen Tag. Wir waren nur mal in ein, zwei Städten. Da waren wir einmal in Siena. Da ist, falls ihr das nicht kennt, das ist die Stadt, wo James Bond ein Quantum Trost am Anfang dieses Pferderennen. Dieses Pferderennen ist ein ganz berühmtes und das ist in Siena. Ja, das, da waren wir, auf diesem Marktplatz da. Und ja, ansonsten waren wir dann noch in so einer Kirche. Ist eigentlich eine recht schöne Stadt. Hat ein bisschen was von Venedig, muss ich sagen. So, auch so enge Gassen und so weiter. Also Venedig ohne Kanäle. So könnt ihr euch Siena vorstellen. Ja, dann waren wir noch in Montepulciano. Da ist nicht, dass ich jetzt richtig ein
Montepulciano ist, was war da? Ja, ja, so ein, auch so eine kleine Bergstadt, wo es so ein bisschen Einkaufsläden gab und so. Wir waren da auch in Monte San Savino. Da gibt es, da ist der Eisweltmeister zu Hause, da gibt es das beste Eis der Welt und ja, auch so Einkaufsläden und so weiter. Waren halt relativ schöne Städte, da war ich im Foltermuseum, das war ganz witzig. Auf was die Leute für Ideen gekommen sind damals, ey, Wahnsinn. Ist schon echt ganz schön krass, Folter und so, also, zum Glück lebe ich in dieser Zeit und in Deutschland. Weil teilweise diese Foltermethoden wurden auch teilweise noch in anderen Ländern in Südamerika zum Beispiel praktiziert, einige Foltermethoden von dort, ey, das ist schon echt Wahnsinn, auf was für Ideen die Leute gekommen sind. Zum Beispiel haben die da, und das war auch ein Folter- und ein Todesmuseum, also wie die Leute umgelegt haben, sozusagen, haben die Leute, ja, wenn ihr euch vorstellt, einen Fahnenmast, nur eben nach oben spitz. Da haben die Leute draufgesetzt, einfach mal. Und das und dann noch mit Gewichten beschwert, damit du auch nach unten rutschst, ne? Und das ging nicht ganz schnell, dann warst du tot, sondern es hat mehrere Tage gedauert, bis du da gestorben bist. Das war schon echt ganz schön krass teilweise dort, also. Wir hatten das dann auch so mit Wachsfiguren teilweise gezeigt. Also, nicht ganz so schön damals die Zeit. Auf jeden Fall, ja, das war die erste Woche. Ansonsten waren wir immer so am Pool, haben gechillt, keine Ahnung. Dann waren wir in Riccione, das ist bei Rimini, also an der Adria. Das ist ja das komplette Gegenteil, da ist ja Tourismus pur, Hotel an Hotel, also Hotel, Straße, Hotel, da gibt es wirklich nichts dazwischen oder so. Und dann gibt es da noch eine Fußgängerzone zwischen den ganzen Hotels, eine ziemlich lange. Und da ist die ganze Nacht was los, da geht's um 8, wenn du da um 8 bist, da bist du zeitig da. Ha? Um 4 kommen da die letzten heim, ey, das ist übelst schwer, wenn du da versuchst, ein bisschen eher ins Bett zu gehen. Deswegen musst du da eigentlich lange aufbleiben, das heißt mit Kindern oder sowas ist das nicht so richtig, um dahin zu fahren, aber ja, mehr oder weniger so ein bisschen Touri, Partymeile, so ein bisschen, nicht ganz so Ballermann-mäßig. Da gibt's auch Clubs, aber da gibt's auch so viel mehr, eigentlich mehr Geschäfte und sowas. Das Zeug. Aber da steppt auch ziemlich der Bär, muss ich sagen. Auch Rimini und so kennt ihr ja vielleicht und sowas. Das ist eben alles. Ja, da waren wir auch eigentlich die ganze Zeit, da könnte man es immer beschäftigen. Halt am Strand. Ja. Da habe ich ein Fußballstadion mit einem Kumpel aus Sand gebaut. Oh, überrollten wir jetzt schon ein? Gut, der hat wahrscheinlich einen Unfall gehabt oder sowas, weil das kann eigentlich nicht sein. Mama, kann man hier gucken, ob das irgendwelche Zwischenfälle gab? Nein? Okay. Ja, und da haben wir halt die ganze Zeit geschillt, sozusagen. Ach so, am einen Tag waren wir in San Marino, dieser Stadtstaat da. Da ist eigentlich relativ cool. Auch so, an so einem Berg. Du siehst einen Berg, da ist eine Stadt drauf und das ist San Marino. Also wirklich, mehr ist da nicht. Aber ist eigentlich ganz schön, gibt es einige Geschäfte und so weiter. Und was sie dort, da gab es Softair-Läden. Also mindestens 5 habe ich da gesehen in dieser, die Stadt ist nicht sonderlich groß, ne? Und da gibt es auch viele Standorte von großen Firmen und so weiter. Also San Marino ist eigentlich ein ganz geiler Ort, muss ich sagen. Also da könnt ihr gerne mal hinfahren, wenn ihr mal da in der Nähe seid, dann fahrt da hin, da ist eigentlich recht nice. So, Maldonado, mein Kumpel, du musst jetzt leider mal hinter mich, damit hätten wir das erste Ziel schon erfüllt. Was? Die haben einen Rückstand von einer halben Minute, okay. Seht ihr jetzt oben das, die Einblendung von Steam rechts oben? Ich glaube nicht, ne? Die seht ihr durch die Exterior, ja nicht mehr. Bei Fraps hättet ihr es, ich glaube, gesehen, aber bei der Exterior seht ihr das nicht mehr. Keine Ahnung. So, Boxenstopp schon. Mensch. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Die Zeit verfliegt. Bin mal ein bisschen vom Urlaub erzählt, ne? Ja, ansonsten haben wir da nicht ganz so viel gemacht.
war halt wirklich ein Entspannungsurlaub. Und das braucht man auch mal, muss ich sagen. Jo. Du hast eine ziemliche Lücke auf deinen Verfolger herausgefahren. Das ist schön. Auf Amateur sollte man das auch tun. Okay, oh, ich habe jetzt ein bisschen viel Kurs verbraucht. Okay, die sind jetzt noch nicht mal bei Startziel, da hinten die letzten. Also überrunden, das kriegen wir schon hin. Also noch mehrere überrunden, das dürfte kein Problem sein. Ja, das war eigentlich auch schon mein Urlaub. Ja, ich habe ja Urlaubsgrüße gepostet. Also hier im, auf dem Kanal Video hochgeladen, Urlaubsgrüße. Könnt ihr mal schauen, so sah der Pool aus in der ersten Woche. Im zweiten Hotel gab es gar keinen Pool, weil da einfach so wenig Platz ist, ja. Es war ein relativ neues Hotel. Ne, kein relativ neues, ein neues Hotel. Und war eigentlich ganz cool dort, muss ich sagen. Also, ja, war ein schöner Urlaub. So, jetzt ab in die Boxengasse, Boxenstopp machen. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt draußen hört. Ist gerade die Sirene. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber ich habe das Fenster offen, weil es hier so affig warm ist gerade noch. Nicht mehr so lange, aber heute soll der letzte Tag sein, wo ich aufnehmen werde. Wo ich aufnehme. Da, wo das der letzte warme Tag ist, aber da habe ich das Fenster aufgemacht und das ist. Jetzt kommt gerade die Feuerwehrsirene draußen. Vielleicht habt ihr es gehört, vielleicht auch nicht. Ist auch egal. So. Wir haben auch die Hälfte schon fast geschafft. Haben sogar den Vorsprung in der Boxengasse noch ausgebaut. Ach ne, die sind auch in die Boxengasse gefahren. Alles klar. Ja, nee. Das ist mir ein bisschen dann doch zu wenig Spannung, muss ich zugeben. Aber wir versuchen einfach möglichst viele zu überrunden. Nicht, dass wir zu viel Fettgemisch annehmen hier. Und ja. Beim nächsten Mal fahren wir ja wieder normal. Oh Gott, jetzt habe ich. Oh! Eieiei. Ach du Scheiße. Das war weniger gut. Zum Glück kein Frontflügel oder so kaputt gemacht. Ja. Sowas kann auch mal passieren. Haben wir wieder 7 Sekunden verloren. Aber gut. Ist ja auch egal. Da war jetzt mal ein klein bisschen Spannung hier drin. In dem Rennen. Tja. Sowas kann auch mal passieren, ne? Ja, so werden wir natürlich wieder zurückgeworfen und es kann sein, dass wir dadurch weniger auf jeden Fall überrunden. Das kann nicht nur sein, das wird so sein. So, wo sind dann die nächsten, die wir überrunden könnten? Da auf der langen Geraden, ne? Okay. Naja, die kriegen wir schon. Also, mindestens 2 überrunden ist jetzt mittlerweile mein Ziel. So. Ach ja. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wo ihr in den Urlaub gefahren seid dieses Jahr. Ja, würde mich mal interessieren. Und ob ihr fliegt oder mit dem Auto fahrt. Gut, das ergibt sich ja da, dann dahin, wo ihr hinfahrt. Oder ob ihr lieber... Sorry, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Okay, das erste Ziel habe ich leider verfehlt. Aber sorry, da habe ich jetzt wirklich keinen so richtigen Bock drauf hier. Mich hier so affig zu drehen. Sorry, Leute. Mist. Na gut, okay. Nee, das tut mir leid. Nein.